Das Interessante ist, noch zwei Sachen würde ich gerne mit dir besprechen, nämlich einmal nochmal, was ist denn, wenn wirklich die Preise einpreschen? Mhm. Lass uns mal bei dem Beispiel Coca-Cola bleiben. Was, glaube ich, viele ja auch nicht verstehen, ist, wenn du so eine Weltmarktfirma hast, egal aus welchem Bereich das ist, wir nehmen es einfach nur Coca-Cola als Symbol, was jeder kennt. Wenn die natürlich jetzt mal 50% einpreschen würden, dann ist es ja nicht so, dass von heute auf morgen deren Geschäfte 50% schlechter laufen, sondern einfach nur die Börse korrigiert, aus welchen Gründen immer, und geht halt 50% runter. Aber die Dividende in ihrer absoluten Höhe, wir bleiben mal dabei, auf 100 Dollar werden 2 Dollar ausgeschüttet, das bleibt ja dabei. So, und jetzt wäre sie aber so, dann kostet die eben nicht mehr 100 Dollar, sondern kostet die plötzlich bloß noch 50 Dollar, schüttet die aber trotzdem 2 Dollar aus. Das heißt, du hättest ja jetzt schon eine Dividendenrendite von 4. Mhm. Und das heißt, deswegen ist es ja so toll, wenn für einen Investor mal die Preise fallen, weil die bestehenden Aktien, die er hat, schütten ja die gleiche Dividende weiterhin aus. Mhm. Und wenn er jetzt neue kauft, dann bekommt er ja von vornherein eine viel, viel höhere Rendite. Das heißt, er würde jetzt, wenn er jetzt wieder 100 Dollar investiert, könnte er jetzt schon 2 kaufen, würde 4 Dollar bekommen. Das heißt, er wäre nach diesen, er wäre eben in 8 Jahren schon bei, 8 hat er gesagt, oder? Mhm. Nach 8 Jahren schon bei 8 Dollar statt bei 4 und eben nach 16 schon bei 16 Dollar, nach 16 Jahren bei 16 Dollar, also heißt schon 16%. Und deswegen freuen sich tatsächlich Investoren, wenn es mal runtergeht. So ist es. Ja, also es ist überall, auch im echten Leben, sag ich mal. Wir kaufen unseren Kasten Bier, wenn es 20% in der Werbung Ermäßigung gibt. Ja, dass wir sagen, heute kostet der Kasten Bier nicht 16 Euro, sondern 12. Ja, und wenn ich dann für 80 Euro nicht 5 Kästen Bier kaufen kann, sondern 7 fürs gleiche Geld, dann freut man sich. Und man nicht, dass das jetzt ein falsches Bild vermittelt über die Häufigkeit unseres Bieres. Ich wollte bloß ein anderes Getränk als Coca-Cola reinbringen. Ja. Nein, aber es ist ja tatsächlich so, überall im Leben versuchen wir Schnäppchen zu machen. Nur an der Börse ist es so, und da steckt ja auch wieder die Industrie dahinter, die uns das suggeriert, dass man sagt, wenn alles nach oben geht, musst du kaufen und nicht, wenn es nach unten geht. Ja, aber im Leben suchen wir nach Sonderangeboten, und an der Börse ist es genau das Gleiche, dass man sagt, man muss nicht immer alles sofort kaufen, sondern es gibt einen Wert eines Unternehmens und es gibt den Preis. Mhm. Der Preis ist, was ich bezahle, der Wert ist das, was ich kriege. Und also der Spruch ist nicht von mir, der ist von Warren Buffett. Ja, und da sage ich mir ganz einfach, wenn ich heute für 100 Dollar doppelt so viel Aktien kriegen kann wie vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, na, dann sollte ich doch mir den LKW vollladen. Mhm. Das ist also das, was viele ja auch gar nicht sehen, die also wirklich zittern, wenn die Börse nach unten kommt, weil sie sagen, das Unternehmen ist jetzt weniger wert. Am Unternehmen hat sich nichts geändert. Die Börsenkurse hingegen werden von Menschen an der Börse gemacht, und das ist pure Psychologie, das ist Herdentrieb, das ist dann eben die Panik, die auftritt, wenn eben so wie 2007-2008 der S&P um 56% abschmiert. Das ist genau die Zeit, wo ein Warren Buffett shoppen geht. Er sagt, aber jetzt gibt es alles im Ausverkauf. Leute, gebt mir eure Aktien. Wenn ihr sie loswerden wollt, ich nehme sie gerne. Also wir erfüllen ja dann auch so eine Sozialarbeiterfunktion, indem wir Leute von ihren Ängsten befreien, nämlich von ihren billig gewordenen Aktien, die einsammeln. Und ich kriege dann eben, wenn ich eine Apple mir angucke, für 500 Dollar konnte ich vor einem Jahr 4 Apple-Aktien kaufen. Da stand die irgendwie bei 120. Heute kann ich für 500 Dollar nicht 4 Apple-Aktien kaufen, sondern ich kann halt 5 kaufen. Ich mal 6 oder so. Was schon? Weil sie irgendwie unter 95 mittlerweile stehen. Ja, wo ich dann sage, ja, dann kriege ich eben 5 Aktien. Und dann habe ich eben auf einen Schlag nicht meine 2 Dollar Dividende, sondern ich habe dann eben schon die 4 Dollar. Also ich habe einfach mal 25% mehr Einkommen, wenn ich 5 statt 4 Aktien kaufen kann. Und das ist eben etwas, wo man sich als Trader und als Investor völlig von einer anderen Seite der Materie nähert. Ja, wir haben es besprochen, es ist im Grunde genommen, um erfolgreich, viele sagen ja, ich mache jetzt Langfristinvestor. Gehen auch mit so einer Trader-Mentalität heran. So ist es. Und du musst aber dein Mindset, Neudeutsch, also deine Denke musst du verändern, damit du überhaupt als Investor Erfolg haben kannst. Du musst das eigentlich trennen von dem Trader. Der Trader, klar, der muss darauf achten, Verluste begrenzen, wohingegen das beim Investor eine ganz andere Story ist. Der muss halt wirklich darauf schauen, was hole ich an Cashflow raus, was kann ich wieder investieren, wie entwickelt sich das langfristig. Der Wert des Instruments
spielt im Grunde überhaupt keine Rolle. Deswegen, so ein bisschen wie bei einer Immobilie, wenn an der Immobilie immer unten dran stände, was kostet die gerade, würden die Leute permanent Immobilien hin und her kaufen. So behalten sie die einfach, bekommen ihre Miete und haben dann, freuen sich darüber und sagen ja auch nicht, oh, jetzt ist das Haus um 50% gefallen, jetzt gehe ich zu meinen ganzen Mietern und sage, ihr müsst mir bloß noch 50% Miete zahlen. Das ist genau, also auch so ein Bild, was ich dann nochmal vermittle, ja, dass ich sage, nicht erschienenen Buch. Vergleich einfach ein Investmentdepot mit einem vermieteten Mehrfamilienhaus. Ja, du hast 12 Mieter, die heißen dann eben Coca-Cola, McDonald's, Johnson & Johnson, die können Apple heißen oder Intel oder wie auch immer. Und ich muss nicht an jedem Samstag im Immobilienteil meiner lokalen Zeitung nachgucken, was mein Haus jetzt gerade wert ist. Und ich muss es auch nicht bei Immobilien-Scout24 jede Stunde checken, was das Haus gerade bringen würde, wenn ich es dann verkaufen würde. Sondern wichtig ist, dass ich am 1. des Monats auf mein Konto gucke und sage, haben alle ihre Miete überwiesen. Mhm. Und da ist es völlig egal, wie teuer das Haus ist. Natürlich habe ich ein größeres Potenzial, wenn ich das Haus günstig in der Zwangsversteigerung kaufen konnte, als wenn ich es in einer Immobilienblase ersteigert habe und dann vielleicht auch noch mit 100% Kredit belastet. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber im Prinzip das laufende Einkommen, die Mieteinnahmen, die fließen unabhängig davon, was das Haus gerade wert ist. Es gibt auch mal Mieter, die ausziehen und da kann man neu vermieten. Man muss auch mal renovieren und kann man eben auch eine höhere Miete nehmen. Also solche Sachen passieren. Auch im Aktiendepot wird es immer Werte geben, wo man sagt, die will ich nicht mehr. Ja, das Unternehmen ist fundamental schlecht aufgestellt, pleite bedroht, was auch immer. Das funktioniert ja in der Wirtschaft wie im echten Leben. Ja, und dann tausche ich halt aus und kaufe was anderes dafür. Aber im Großen und Ganzen ist eben Investieren etwas, auch was heute bei vielen sogenannten Investmentfonds gar nicht mehr gemacht wird. Die durchschnittliche Haltedauer in einem Investmentfonds der Aktienposition liegt bei 11 Monaten. Ja, also was sind das für Investments? Was soll da passieren? Das heißt, diese Leute spekulieren ausschließlich auf Kurssteigerungen. Die kaufen dann irgendwas, weil sie gelesen haben oder analysiert haben, es ist unterbewertet und verkaufen es, weil es überbewertet ist. Das kann man sicher machen, aber das ist Trading, das ist nicht Investieren. Letzter Punkt, den ich mit dir besprechen möchte, ist, es kommt ja immer mal das Argument, naja, investieren ist schon gut und schön, aber ich habe ja gar kein Geld. Ich habe nur 1000 Euro, das heißt, ich brauche ja erstmal viel Geld, um mit dem Investieren überhaupt anfangen zu können. Das ist ein Trugschluss. Also heute im Zeitalter der Brokergebühren, die sich im Milliprozentbereich bewegen, ja, wo ich also heute hingehen kann und ich kann 100 amerikanische Aktien für einen Dollar kaufen und dann habe ich noch nicht mal den billigsten Broker, wenn ich einen Cent pro Aktie kaufe, bezahle, da kann ich also auch mit 100, mit 200, mit 300 Euro anfangen. Wichtig ist ja, dass man den Ball ins Rollen bringt. Wenn er dann einmal rollt und wenn man merkt, das funktioniert tatsächlich, dann kann man ja auch immer, dann findet man auch Geld, was man immer wieder nachlegen kann. Und man sagt, viele Leute haben eine Rentenversicherung. Ich habe meine Rentenversicherung gekündigt und zahle die 100 Euro, die ich da eingezahlt habe, jeden Monat auf mein Investmentkonto ein. Man fängt an irgendwann mit der ersten Aktie. Meine erste Dividende habe ich bekommen 2012 von Intel. Das waren damals irgendwie 10 Euro. Und da habe ich gedacht, okay, dafür schraubst du eigentlich den Füller auch nicht auf. Aber irgendwann muss man ja mal anfangen. Und wenn ich immer anfangen würde, erst wenn ich die erste Million zusammen habe, dann würde ich nie anfangen. Also diese Ausflüchte, es lohnt sich nicht, weil es zu klein ist. Das ist so, als wenn man sagt, ich komme auf den Mount Everest nie hoch, weil der ist 8848 Meter hoch. Ja, aber du musst mit dem ersten Meter anfangen. Ja, und dann machst du den zweiten Schritt und dann guckst du, wie weit du gekommen bist. Und auf einmal merkst du, oh, ich bin ja schon 1000 Meter weiter und es hat gar nicht wehgetan. Wenn ich natürlich nie anfange, werde ich auch nie dieses Erfolgserlebnis haben. Spannendes Thema. Danke, Nils, für deine Zeit. Und ich habe jetzt noch eine kleine Überraschung für alle, die hier auf dem Kanal zuschauen. Nämlich, ich habe den Nils überredet, er wird jetzt öfters bei uns hier auf dem Kanal auftauchen. Nämlich, du wirst jetzt bei uns regelmäßig Fragen zum Thema Investieren beantworten. Das heißt, wir machen eine eigene Rubrik. Wir nennen das Zolltag-Strategie. So ist es. Das ist deine Erfindung, aber ich finde es sensationell. Ich weiß natürlich auch schon ein bisschen mehr. Und der Nils wird also jetzt demnächst
öfters hier auf dem Kanal sein, wird Themen aus dem Investieren ansprechen. Das sind Dinge dabei, die ich noch nie irgendwo in Deutschland gehört habe, die es wirklich nur in Amerika gibt. Also wie man fundamentale Daten grafisch aufbereiten kann. Welche sind denn die richtigen Aktien? Es müssen ja nicht immer gleich Coca-Cola sein, sondern es können ja auch Firmen sein. Du hast mir tolle Sachen gezeigt, die ich überhaupt nicht kannte. Firmen, wo man sagt, das ist ja so genial, was die machen, die kennt bloß keiner. Aber trotzdem sind die quasi so einer Weltfirma wie Coca-Cola absolut ebenbürtig. Und all das gibt es jetzt demnächst hier immer wieder auf dem Kanal. Wenn ihr Fragen zum Thema Investieren habt, dann wie immer hier in die Kommentare, bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat, sagt uns das, wenn nicht, ist auch so. Und ich freue mich auf mehr, was da jetzt kommt. Ich habe euch gesagt, 2016 wird für uns ein Jahr des Investierens und wir haben ja vielleicht Glück, dass wir sogar demnächst mal auf Schnäppchenjagd gehen können. Bin ich von überzeugt. Ich auch. Ja. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Danke für eure Zeit. Servus, macht's gut. Bye, bye.